das letzte Lied, das ihr jetzt hört, das gibt nur auf Vinyl. Ja, schüttert, wenn du sagst mir mein Lebensgefühl. Denn ohne Platten würde Rap in dieser Form nie existieren. Waren es nicht DJs, die mit Platten damals Beats kreierten, Rap fundierten, vormarschierten, rhythmisch antiquierten, Breaks für Breaker mixten und die Breaks für Rapper selektierten. Auch heutzutage, keine Frage, wäre es eine Plage, gäbe es keine Platten, was ich zu erwägen niemals wage. Denn beim Freestyle, wenn DJs keine Platten hätten, stünden MCs blöde da und könnten keine Reime retten, weil der DJ mit den Platten einen Non-Stop-Beat-Mix. Das geht mir der CD zwar auch, doch gibt da nicht so geile Tricks. Ich hoffe, ihr versteht, ich denke, ihr erkennt, Vinyl ist mehr als Schallplatte, es ist das Hip-Hop's Instrument. Technik, Dirigent, Transformator explizit, zeig ihnen, dass deine Kunst sich nur aus Vinyl ergibt. Auch weil ich dich wieder fisch, das Wasser zum Leben brauch. Auch dazu gehört die Platten, Akrobatik, Platten, Mixen, Platten, Kratzen und das mit cooler Systematik. Auch 1993 in den USA sehe ich die Gefahr, DJs werden rar, MCs werden Clowns, die nur noch dummer schauen, mit sinnlosen Bums, die gehen da reimen um sich schauen. Mir kommt das Grauen, wenn ich DJ-Parts vermissen muss, dafür Eifertruss, Refrain, Gekröle im Überfluss. Samau, Mann, manche haben's nicht gespannt, DJs, MCs, das authentische Gespann. Mann, nur stimmt auch mit dem Platten, ein Teil des Hip-Hop, doch ihr könnt das verhindern und das ist euer Job. Nur Platten, sodass die Nachfrage steigt. Schütz das Vinyl ist die Botschaft, die für immer bleibt. Respekt geht an alle, die diese Platte auf Vinyl gekauft haben. Und Respekt geht auch an alle Gruppen, die den DJ nicht vergessen und nie vergessen werden. Und an alle Gruppen der Zukunft, merkt euch eine Sache: Eine Hip-Hop-Gruppe ohne DJ ist wie eine Heavy-Metal-Band ohne Gitarristen. Nun, DJ FBC, zeig uns mal, wo du deine Kratzer her hast.